Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Das Fundament unseres Wohlstandes hat viel mit der erfolgreichen Wirtschaft zu tun. Das leuchtet wahrscheinlich den meisten ein. Ein Land mit überschaubaren Mengen an Rohstoffen ist gut beraten, gute Produkte herzustellen und diese in möglichst viele andere Länder zu verkaufen. Das schafft Wohlstand, sichert Arbeitsplätze und beschert über Steuern dem Staat so viele Einnahmen, dass in einer sozialen Marktwirtschaft auch die teilhaben können, auf die die Sonne nicht so scheint. Das jedenfalls muss das Ziel sein. Also sollten wir uns freuen, wenn die Wirtschaft läuft. Das tat sie auch lange. Nun aber ziehen reihenweise dunkle Wolken am Horizont auf. Die Auguren der Regierung korrigieren ihre Prognosen für das Wachstum fortlaufend. Das Wirtschaftsministerium rechnet nur noch mit 1% in diesem Jahr. Die Unternehmerinnen und Unternehmer selber sehen das keineswegs besser. In der monatlichen Umfrage des IFO-Institutes malen sie ein Stimmungstief auf die Grafik. Die Kurve sinkt weiterhin. Sowohl die Lage als auch die Aussichten beurteilen Unternehmen als bescheiden. Politische Großbaustellen wie Handelskonflikt und Haushaltsprobleme von Staaten in Europa sind die bekannten Gründe für den Missmut. Und natürlich der Brexit. Gerade aber an dieser Stelle tut sich was. Innerhalb der britischen Regierung rücken nordirische DUP-Partei und Premierministerin May näher aneinander. Das entspannt. Die Stimmung am Finanzmarkt ist so gut wie lange nicht. Erstaunlich beeinträchtigen die genannten Probleme oft genug die Stimmung auf dem Börsenparkett. Aber auch die Aussagen der Europäischen Zentralbank, vor 2020 keine Zinserhöhungen zu erwarten, bedeutet weiterhin billiges Geld. Hinzu kommt eine Debatte im Zentralbankdirektorium im Falle eines Falles wohl auch anderweitig zu helfen, sollte es nötig sein. Die Feuerwehr EZB steht also weiterhin bereit, Löschmittel einzusetzen. Das beruhigt so sehr, dass manch andere Sorge in den Hintergrund tritt und der Leitindex der Börse ordentlich steigt. Auf 11.281 Punkte, das sind 1,4% mehr als gestern. Und auf die Woche ist das ein Plus von 0,7%. Ein Hoffnungsschimmer auf jeden Fall. Ein Signal für kommende bessere Zeiten? Eher nicht. Volkswirte rechnen eingedenk der kommenden Wochen mit weiteren Turbulenzen. Vor allem in Sachen Großbritannien. Nicht mehr viele Tage bis zur Entscheidung, dem Tag X am 29. März. Bekommen die Briten die Kurve und gibt es einen Vertrag oder aber einen Brexit ohne Deal? Beide Varianten und auch die noch nicht bekannten dazwischen werden ordentlich für Bewegung sorgen. Es bleibt spannend und ein Beweis dafür, wie eng Politik, Wirtschaft und Finanzmärkte miteinander verbunden sind und trotz manch unterschiedlicher Beurteilung der Lage Auswirkungen auf uns alle haben. Wie auch der Start ins Wochenende, der für Sie hoffentlich vor allem schöne Auswirkungen hat. Dazu einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.